große Verantwortung liegt nur auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Göring ist der Mann, auf der Stelle hinzurichten. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Speer! Ihr Anzug in Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören. Kommende Generationen dankbar sein. Fegelein! Stalin! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Und da ein ausgerechnet Fegelein! One good bloody nose, and Stalin and I will be doing business again. Schon in unserem Staat möglich gemacht! Attack! Attack! Always attack! Von vor kommt der Beschuss! The blacker things look! Attack! 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 Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Direct! Incorrect! Incorrect! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feiglinge! Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Ein paar Vanille, Faulpilz! Fegelein! Sofort der Kommandeur, der Kräfte zurückhält, hat binnen 5 Stunden sein Leben verwirkt! Poor old man! Kapitulieren niemals! Das ist empörend! 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen! Ich hätte gut daran getan! Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Offiziere, die sich dieser Anordnung nicht bedingungslos fügen, sind festzunehmen und augenblicklich zu erschießen. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Ganz Europa erobert! Mein Führer, gibt es für mich keine Aufgaben mehr hier. Ihr Anzug in Berlin zu verlassen ist ganz und gar unakzeptabel. Stalin! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig, 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 fähig. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Fähig. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Nur wenn Sie den Heldentod sterben wollen. Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Speer! Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Was hat er daraus gemacht? Und die eigentliche Szene oder was Hitler gegenüber auf der Lage dann passiert, das werden wir eigentlich erst in München erfahren, oder ich in den nächsten Szenen, die ich habe. Glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Fegelein! Da war Widerstand in den Weg gelegt! Von darin alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ich will sofort zum Bericht! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Unberechenbare Künstler! Alle die anderen, ja! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke! Sie werden saufen in Ihrem eigenen Blut! Jawohl, die Lage ist aussichtslos, aber sozusagen beschissen. Zu viel! Zusammenreißen! Komm, wieder schlagkräftig machen! Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Mein Führer,
verlassen Sie uns nicht, alle aus uns werden. Ein paar Vanille Faulpelz! Ah!